Kommazahlen und damit schriftlich dividieren ist eigentlich die typische schriftliche Division wie sonst bisher auch, nur eben, dass wir mal ein Komma haben. Aber wie man sich vom Komma ganz schnell befreit und wie man das besser macht und was auch immer, das erkläre ich jetzt mal schnell. Nehmen wir an, wir haben 4 durch 5 da stehen. Was soll ich nun machen? Oh, nicht schlimm. Ich sage, in die 4 passt die 5 0 mal rein. Jetzt kann ich ja mir vorstellen, dass jede natürliche Zahl eigentlich auch als Kommazahl ausgedrückt 4,0 heißen kann oder 4,000 oder irgend so ein Kram. Ne? Ich lasse es mal bei der einen 0 bewenden. Werdet gleich sehen, warum. Jetzt hatte ich gesagt, in die 4 passt die 5 0 mal rein. Und wenn ich jetzt mir eigentlich daraus eine 40 mache, also diese 0, die eigentlich immer still dasteht, herunterziehe, komme ich am Komma vorbei, also setze ich ein Komma. Ich mache jetzt in Schwarz weiter. Jetzt heißt die Aufgabe 40 durch 5 ist 8. 8 mal 5 ist 40, abziehen, peng, fertig. Gucken wir uns das mal an. Hier gibt es einen Trick. oder nee, wir gucken uns erst nochmal die an. Die ist auch nicht schlimm. Wir sagen, okay, die 5 passt in die 0, 0 mal rein. Gut, jetzt heißt meine Zahl aber, jetzt hole ich mir die 4 herunter. Ich komme nach dem Komma. Also setze ich das Komma. Ich komme aber nicht weiter, denn 40 durch 5 geht immer noch nicht. 4 durch 5 geht immer noch nicht. Also schreibe ich nochmal eine 0. Jetzt hole ich mir, hier stehen ja lauter Nullen dahinter. Hole ich mir die nächste 0 herunter. Ich schreibe die nochmal hin. Ne? Hier könnte man sich lauter Nullen vorstellen. Jetzt habe ich mir diese hier runtergeholt. Und jetzt sage ich, okay, 40 durch 5 ist 8. 8 mal 5 ist 40. Abziehen, peng, fertig. Jetzt gucken wir uns die an. Hier gibt es eine Besonderheit. Ich wäre ja blöd, wenn ich mir den Kopf unnötig belaste. Ich mache Folgendes. Und zwar verschiebt man das Komma so weit nach hinten, bis der Divisor hier kommafrei ist. Aber Achtung, wenn ich hier einfach nur verschiebe, dann würde ich ja die Aufgabe verfälschen. Wenn ich das mache, hier, ich hatte ja gesagt, hier steht ja immer Komma 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Dann schiebe ich dieses Komma auch hier hin. Jetzt schreibe ich aber die Aufgabe mal sauber ab, wie sie heißt. Achtung, hier draus ist eine 40 geworden und hier draus ist eine normale 5 geworden. Ne? Und das ist klar. Das ist leicht gewesen. Das gleiche machen wir hier. Hier stehen bei beiden, hier stand noch kein Komma, hier stehen bei beiden jeweils eine Kommastelle. Also wenn ich das hier hinschiebe und hier hinschiebe, dann wird aus dieser Aufgabe 1 durch 5. Das rechne ich wie hier oben. Jetzt kann ich mir wieder vorstellen, dass hier 1,0 durch 5 steht. Also, gehen wir mal bei. In die 1 passt die 5 0 mal rein. Jetzt komme ich hier am Komma vorbei, setze das Komma. Jetzt heißt die Aufgabe 10 durch 5. Okay, ist 2. 2 mal 5 ist 10. Abgezogen. Fertig. Gucken wir uns mal noch ein paar an. Oder wisst ihr was? Die löst ihr mal zu Hause selber. Guckt euch den vorigen Teil nochmal an, ob das so klar war. Und jetzt macht ihr das Gleiche. Achtung, ich sag mal Folgendes. Hier kann ich nur um eine Stelle verschieben. Also darf ich hier nur um eine Stelle verschieben. Man darf Kommata zwar beliebig weit verschieben, das schon. Aber wenn ich hier nur um eine verschiebe, darf ich es hier auch. Also immer gleichartig machen. Hier habe ich 2, hier habe ich 2. Nun legt mal los, bin mal gespannt. Hier verschiebe ich gar nicht, hier lege ich gleich los. Also, ich drücke Pause. Ihr nehmt euch ein Blatt und einen Stift, schreibt die Aufgaben dann ab, rechnet die aus und wenn ihr die ausgerechnet habt, habe ich sie in der Zeit auch ausgerechnet und dann vergleichen wir. Na Ben, bis gleich. Na, habt ihr es auch so? Hier kommt raus 0,06. Nochmal hier, in die 0 passt die 3 0 mal rein. Jetzt ziehe ich mir die 1 runter und sage, oh, da passt sie auch nicht rein, aber ich bin am Komma vorbeigekommen. Komma setzen. Da passt sie auch nicht rein, 0. 18 durch 3 ist 6, fertig. Das gleiche hier, 27,09 und hier 0,3. Ich kann um eine Stelle verschieben, hatte ich vorhin schon gesagt, also verschiebe ich ja auch um eine Stelle. Jetzt gucke ich mir diese Aufgabe, schreibe ich mir die neu ab und sage, okay, guck sie mir an, das geht so weit, so gut. Achtung, wenn ich nach 27 minus 27 nichts mehr raus habe und ich muss auf jeden Fall diese 0 hier runterziehen, ne? Wenn ich die runtergezogen habe, passt in die 0 die 3 0 mal rein. Deswegen habe ich die jetzt mal rot gemacht. Dann ziehe ich mir meine 9 herunter und dann 9 durch 3 ist 3. Fertig, Ende. Hier verschiebe ich gleich um zwei Stellen. Hier muss ich nichts sagen. Heißt die Aufgabe so. Lässt sich leicht rechnen.
Hier wieder das typische, in die 1 passt die 9 nicht rein, ne? Okay. Ja, und aus 43 durch 5, das stand eigentlich nicht da, dieses Komma 0. Aus 43 durch 5, dann bleibt erstmal 3 übrig, nachdem ich 8 mal 45 gesagt habe. Und wenn ich mir jetzt diese 0 hier borge, mit runterziehe, komme ich am Komma vorbei, deswegen muss ich das Komma setzen. Na denn. Ja, wollen wir noch mehr Übungen machen? Na los, noch mal ganz schnell welche und dann ohne Erklärung. Wer will, wer nicht, der macht das Video aus. Also hier noch mal 4 Aufgaben. Ihr verschiebt wieder Kommata und Co. Und ich werde dann aber nicht mehr viel sagen. Also Pause-Taste drücken, abschreiben, ausrechnen. Ich drücke auch Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Na, ich bin fertig. Ihr auch? So, 4,1 kommt raus. Ist auch logisch. 12 durch 3 ist 4 und Komma. Na, das kann man überblicken. Hier habe ich jeweils um eine Stelle nach rechts schieben können. Leute, sauber abschreiben. Merkt ihr was? So kommt man durcheinander. 243 durch 9 ist 27. Hier habe ich beide um zwei Stellen nach rechts schieben können. Okay, 2702. Und hier habe ich nach rechts geschoben, aber ich musste mit zwei Nullen auffangen. Also, ich hatte es oben schon mal erklärt. Wenn ich sage, nochmal als Beispiel, 43 durch 0,05. Ich kann mir doch die 43 vorstellen als 43,00. Und so kann ich auch auffüllen. Also wenn euch das so lieber ist, dann sagt, okay, ich mache es jetzt mal in Rot. Wenn ich jetzt hier zwei Stellen verschiebe, kann ich hier auch zwei Stellen verschieben. Also ihr könnt euch auch die Aufgabe nochmal umschreiben als 0,00. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wie weit ihr schieben könnt. Bleibt aber dann die gleiche Aufgabe, ne? Wenn ich das sauber schreibe, sind es 4300 durch 5. Hier ist er. Okay, gut. Also, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Also, merkt, mal ohne Quatsch, wenn man übt, dann geht das. Beachtet mal hier oben auch immer die Links, beziehungsweise zum Schluss die Links, die führen nochmal zu anderen Themen oder zu gleichen Themen oder nochmal ausführlicher erklärt, direkt in meinen Unterricht. Kann man eigentlich nichts falsch machen, da mal zu gucken und sich die ganze Sache vielleicht nochmal von der anderen Seite anzuhören. Also direkt, ohne dass ihr vor- und zurückspulen müsst. Ihr kommt an die richtige Stelle. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.